Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben eben das Unboxing gemacht zum Steckdosenturm. Multifunktion Socket. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Ich habe den gratis zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe aber mein Maßband vergessen. Das bringt mir meine Tochter gleich. Im Unboxing haben wir schon gesagt, wir kriegen diesen Steckdosenturm. Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Sind 12 Steckdosen, 5 USB und eine Anleitung. Und ein mega, mega, mega lang Stromkabel. Der ist richtig lang. Ich weiß, das Kabel, ich sag trotzdem, der Kabel ist vorne beim Bildschirm da. Sieht man dich nicht, brauchst keine Angst haben. Und auch meine Brille könntest du mir dann auch bitte geben. Die Anleitung. So. So, Maßband haben wir. Brille habe ich auch auf. Und jetzt gucken wir erstmal in die Anleitung. Das ist einmal, ich würde sagen, italienisch. Ich würde sagen, mit den Strichen um Spanisch. Vertikal Steckdosenleiste. Das würde ich sagen, ist Deutsch. Und Englisch. USB-Ladeanschluss unterstützt das Laden mehrerer mobiler Geräte. Anschluss mit 2,4A. Ja, 5 wäre schöner gewesen. Also sind 2,4 Ampere, 5 wäre schöner gewesen. Aber hier steht auch nicht, bitte verwenden Sie keine Verlängerungsbuchsen, wenn Sie vertikal, was, wenn Sie die Verwendung gewickelt ist. Bitte verwenden Sie keine Verlängerungsbuchse, wenn die Verlängerung gewickelt ist. Ist die tatsächliche niedriger als der entsteht. Irgendwie soll man es nicht wickeln. Oh, naja. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt uns das angucken, machen wir erstmal die Länge vom Stromkabel. So. Weil der ist wirklich unfassbar lang, also das habe ich noch nicht gesehen. Bei einer Steckdosenleiste. Egal ob vertikal stand oder nicht. Das ist heftig. Positiv. Sehr, sehr positiv finde ich das. Könnte ich hier reinmachen, würde noch bis zur Couch gehen. Das ist geil. Vielleicht stelle ich den auch eine Couch hinten in eine Ecke. Weil die Steckdosenleiste passt da in die Ecke nicht rein. Ein Vertikalstand würde in die Ecke passen. So. Ich messe jetzt praktisch da, wo der Kabel losgeht. Also nicht den Stecker, den messe ich nicht mit, auch das dicke Ding nicht. Da, wo der Kabel aus dem Stecker kommt, da werde ich anfangen zu messen.
So, jetzt hält man das mal fest. So. Taschenrechner, Taschenrechner, ich schreibe mir das erstmal auf Rechner. So, C150. Und dann fangen wir nämlich hier vorne. So, nahtlos übergreifend wieder an. Also ich denke mal, um die 3 Meter wird das sein. Vielleicht bin ich auch nur blind und habe es auf dem Karton nicht gesehen. Das kann auch möglich sein. Kennt mich ja. Letztens waren wir bei Lidl und ich wollte Leberwurst holen. Ich gehe an dem das Regal 5-mal auf und ab. 5-mal. Und habe die Leberwurst nicht gefunden. Also die Pfälzer, die graue. Boah, ich dachte, ich bin doch nicht bescheuert. Leberwurst habe ich gesehen, alles. Aber ich habe diese Pfälzer Leberwurst nicht gesehen. Dann kam da einer von Lidl vorbei und habe gefragt, ich finde das nicht, irgendwie bin ich blind. Dann hat sie mir gezeigt. Und ich laufe da vorbei, also. Gleich vorne liegen, ey. Ich dachte, okay. Nee. Oh, sind doch über 3 Meter. So. Plus 150. Und festhalten. So, nahtloser Übergang. Ich muss mal ausdrehen. Holy shit. Ey, nicht dein Ernst. Plus 150 plus. Ich schneide das auch nicht weg. Ich lasse das drinne für euch, dass ihr das sehen könnt. Also nicht, dass es heißt, ja, hat er wieder erzählt. Ihr seid jetzt hier mit bei und jetzt die letzten Zentimeter sind dann bis zur Verdickung genau 20. Leck mich am Arsch. 20. 20. 470 Zentimeter. 100 Zentimeter sind ein Meter, also sind wir bei 4 Meter 70 Zentimeter, also bei fast 5 Meter Kabel. Holy shit. Das ist wirklich geil. Das ist eine Hausnummer. Also das hier fehlt mir. Also ich glaube, ich werde sie doch nicht für den PC nehmen. Ich mache mir die bei der Couch hin. Dann kann ich dann halt meine Ladekabel ranmachen. Ich habe da 2 Ladekabel. Einmal für mein Handy. Einmal, Josies Handy kommt auch irgendwann dran. Ja, muss ich da auch noch eben. Und dann für meine Frau. Die hat ja USB-C, die hat ja noch Micro-USB.
Und der Micro-USB-C, der muss ja da, der Micro-USB, nicht Micro-USB-C, Micro-USB muss da bleiben. Selbst wenn meine Frau beim nächsten Handy USB-Typ C hat, weil damit ladet Josie ihr Kopfhörer, wenn sie abends dann bei uns im Stream zuguckt. So, wie gesagt, fast 5 Meter Stromkabel. Kriegt ihr euch mal nach unten. Ich zoome euch auch mal ein bisschen ran. So, ich denke mal, das reicht. So, und ich zeige euch das mal. Wir fangen mal hier am besten hier an, da wo der Stromkabel ist. Hier seht ihr das, hier ist der Stromkabel. Und wir haben hier dreimal Steckdose. 1, 2, 3. So, und dann gehen wir einfach mal weiter. Hier ist der Stromkabel. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. So, seht ihr das? 12. Wir haben 12 mal Strom. Wir haben 5 mal USB. Wo ich mir auch gewünscht hätte, dass das vielleicht ein mit 5, ja, dass man schneller laden kann, aber macht nichts. Wir haben hier irgendwo unter so einem roten Pinöpel, das wird, denke ich mal, ein Schutzschalter sein oder so. Und wir haben oben an dieser Steckdosenleiste haben wir 2 Schalter, die wir ein- und ausschalten können. Und zwar auf der rechten Seite hier haben wir Socket, also Strom, also der Socket. Und hier steht auch direkt USB dran, bei dem anderen. Halt euch mal daran, dass ihr das sehen könnt. Die Kamera will gerade nicht einpegeln, aber ich glaube, ihr könntet sehen. Verarbeitung sieht auch sehr gut aus. Kommen wir zum Standfuß. So. Alles indirekte Belüftung und auch mit Gumminoppen, damit er sicher steht. So, jetzt machen wir den einfach mal an. Ich habe hier so ein Verlängerungskabel mal schnell hochgelegt, so, dass er den schnell einstöpseln kann. So. Der ist von Smart River übrigens, sehe ich hier gerade. Da steht Smart River. Und hier seht ihr das dann praktisch. So, dass die leuchten. Dann kann man sie ausschalten. So ist praktisch aus. Wir wollen nur Steckdose haben. Oder Steckdose brauchen wir nicht. Wir wollen nur USB jetzt haben. Kann man sich dann aussuchen, was man anhaben möchte. Und hier unten ist dann halt noch so ein roter Bubs, das wird dann ein Schutzschalter sein oder so, ich weiß es nicht. Ach, hier leuchtet es dann auch nochmal grün, dass USB an ist. Wartet, ich mach mal USB aus. Ist jetzt USB aus? Ja. Leuchtet immer noch grün. Bleibt jetzt grün? Dass man den USB-Anschluss findet oder so. Ja, der bleibt grün. Der bleibt grün, dass man im Dunkeln halt den USB-Anschluss findet. Eine sehr schöne Steckdosenleiste mit einem unfassbar langen Kabel. Ich bin mega begeistert. Also das hatte ich nicht auf dem Schirm. Die hatten mich nämlich nur angefragt, ob ich eine so einen Steckdosenturm testen wollen würde und da Videos machen wollen würde. Und da ich sowieso einen mir holen wollte für hinterm PC, weil ich hatte ja schon einen, den hat meine Frau sich einkassiert. Den werde ich so schnell nicht wiedersehen. Kam mir das eigentlich ganz gelegen. Aber dass der Kabel so unfassbar lang ist, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das finde ich. Da
Das finde ich mega geil. Das ist unfassbar. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und vor allen Dingen, wenn ihr ein langes Kabel braucht, seid ihr da mit dem an der sicheren Stelle. Kann man schön verlegen, den Kabel. Hinterm Schrank. Fast 5 Meter. Also das ist für ein Verlängerungskabel heftig. Das finde ich gut. Ich glaube, ich werde es mir hinter der Couch machen. Aber da brauche ich nicht so viele. Der hätte mir ein kleiner auch gereicht. Für die große wäre sowas auch ganz super. Könnte man den halt um die Heizung hinten lang legen. Zur PlayStation. Bei Fernseher, PlayStation, Fire TV. Ladestation. Ladedinger. Ach, die hat so viel Zeug mittlerweile auch. Ich glaube, ich werde mir früher oder später so ein Ding nochmal holen. Ich glaube, ich werde mir nochmal eine Nummer kleiner holen. Aber mal gucken. Prime Day ist ja auch noch. Mal gucken, was wir da so Schönes finden beim Prime Day. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Wir werden Prime Day werden wir natürlich streamen jeden Tag und uns angucken. Also es sind 2 Tage, aber ein paar Tage, also fangen ja jetzt schon Rabatte an. Wir werden jetzt demnächst wahrscheinlich schon mal ein bisschen ab und zu mal streamen, tagsüber reingucken, wie die Angebote sind, was da gerade passiert. Wie gesagt, Filme gibt es ganz viele Angebote und ich bin da mega gespannt, was da auf uns zukommt. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.